weitermachen. Regulär mit dem Top 2721 Pilotprojekt zur Anpassung an verändernde klimatische Bedingungen im Stadtteil Pieschen. Hier ist Einreicher CDU-Fraktion. Veit Böhm würde das als Erster machen und wir würden weiter in der Reihenfolge gehen, wenn es gewünscht, FDP-Fraktion. Veit Böhm, bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber erster Bürgermeister, so spät. Ich denke mal, die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz und ich hoffe, dass das meine letzte Rede in dieser Legislatur an diesem Abend sein wird. Und vielleicht können sich alle anderen auch kurz halten. Es ist ein kleines Pilotprojekt in Pieschen. Ich habe jetzt vordergründig das Wort, glaube ich. Es ist ein kleines Projekt in Pieschen, wo es darum geht, sich mit den klimatischen Veränderungen im Stadtraum auseinanderzusetzen. Es sollen, sage ich mal, ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, wie man im Bestand, ich sage mal insbesondere die Themen wie Beschattung von Spielplätzen, Beschattung von Aufenthaltsbereichen, Entsiegelung, Trinkbrunnen etc. machen kann und wie man sich bei Neubauprojekten damit auseinandersetzen kann, dass dort verstärkt Augenmerk darauf hingelegt wird. Dieser Antrag hat in den Ausschüssen und auch im Stadtbezirksbeirat überall Mehrheiten bekommen. Ich mache es kurz, ich bitte Sie um Zustimmung. Danke. Vielen Dank. Dann würden wir so starten wie an wir FDP das Wort gewünscht als Erste. Nein. Dann machen wir weiter. AfD? Nein. Dann Herr Dr. Deppe für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Sie bis jetzt noch ausgeharrt haben, ob live hier im Saal oder im Stream. Ja, das, was wir jetzt präsentiert bekommen, das ist sozusagen der Veit Böhm Werbeantrag gewesen vor der Kommunalwahl. Leider ist er jetzt erst nach der Kommunalwahl hier zur Abstimmung im Stadtrat. Moment, jetzt bin ich dran. Die Pieschner CDU wird jetzt also grün. Es ist ein schöner Antrag. Und was da so alles entstehen soll in Pieschen. Großzügige Schattenplätze mit Sitzmöglichkeiten, Pavillons, Sonnenschirme, Sonnensegel. Bäume sollen gepflanzt werden und bewässert werden. Klimakomfortzonen sollen entstehen. Also das bin ich auch mal sehr gespannt, was das sein soll, Klimakomfortzonen. Die Bodenversiegelung soll reduziert werden, es sollen Trinkwasserspender aufgestellt werden, es soll Befeuchtungsanlagen geben, also wirklich das volle Programm und ein sehr schönes Programm. Ist alles prima, weshalb wir diesem Antrag auch zustimmen werden. Aber es stellen sich bei der Gelegenheit doch einige Fragen. Als Sie in Pieschen Ihr Schwarzdeckenprogramm gemacht haben, da kamen von den Pieschener Grünen eine ganze Menge Vorschläge, was man da so begleitend parallel an Begrünung machen könnte. Und die wurden, so ist mir kolportiert worden, von der CDU vehement abgelehnt. Warum eigentlich, wenn Sie jetzt mit solch einem Antrag kommen? Wir haben in diesem Stadtrat einen Verwaltungsvorschlag für eine Begrünungssatzung bekommen. Wir haben eine Anhörung dazu gehabt, da waren eigentlich so fast alle Experten dafür. Die CDU hat es verstanden, dass diese Begrünungssatzung von diesem Stadtrat noch verabschiedet werden konnte. Und diese Begrünungssatzung, das wäre nun wirklich ein Projekt, mit dem man dem Klimawandel entgegenwirken kann und das dem Stadtklima wirklich sehr gut tun würde. Aber die CDU hat es bisher verhindert. Heute hatten wir einen Antrag hier im Rat, den Promenadenring auszubauen. Auch da hat die CDU dagegen gestimmt. Und die Hauptfrage, die sich doch hier stellt, warum soll man all diese schönen Dinge, die Sie uns jetzt vorgeschlagen haben, warum soll man die eigentlich nur in Pieschen machen? Wir haben viele andere überwärmte Stadtteile. Neustadt wäre das wunderbar, äußere Neustadt. Auch in Striesen könnte ich mir das gut vorstellen. Auch in der Friedrichstadt wäre das eine tolle Sache. Also warum eben nicht auch in diesen anderen Stadtteilen?
Nun gut, nun soll das ja ein Pilotprojekt sein. Und naja, da kann man ja mal sagen, Pilotprojekt ist gut, dann machen wir das. Deshalb werden wir auch zustimmen. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das in Pieschen so realisiert wird. Und dann gehen wir mal in die anderen Stadtteile. Ne? Wenn das so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, dann sagen wir das, nehmen wir jetzt wirklich als Modell für alle überwärmten Stadtteile und realisieren eben auch in der Neustadt oder in Striesen oder sonst wo all diese schönen Dinge, die Sie uns vorschlagen. Da sind wir gern dabei. Und dann hoffe ich aber auch sehr darauf und bitte Sie darum, dass Sie dann in den Haushaltsverhandlungen, die wir haben werden und wo das Ganze eben haushalterisch untersetzt werden muss, dass Sie dann auch dabei sind und dass Sie dann mit uns zusammen die nötigen Mittel für diese vielen schönen Dinge einstellen. Und darauf freue ich mich schon. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Dr. Geitsch, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne, sind ja tatsächlich noch welche da und im Stream. Ich denke immer nicht dran. Ich fahre immer das Pult hoch und runter. Vielleicht macht das demnächst jemand anderes, weil das ist, wie viele das gesagt haben, oder einige, auch von mir heute offensichtlich die letzte Rede in diesem Stadtrat. Vielleicht ist es auch gut, so nach 15 Jahren dann sich mal etwas anderem zu widmen. Ein Antrag der CDU, der in den Bereich Klimafolge Anpassungsmaßnahmen gehört, ist schon spannend. Denn dieser Antrag fordert Maßnahmen ein, die zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Verbesserung der Umweltbedingungen führen sollen. Das, liebe CDU, ist eine zutiefst soziale Aufgabe. Und deshalb werden wir als Linke dem selbstverständlich zustimmen, auch mit dem Hinweis von Dr. Deppe, der schon kam, dass es eben erstmal nur Pieschen betreffen soll. Und wir haben wahrlich andere überwärmte Stadtgebiete hier auch, die ins Auge gefasst werden sollen. Außerdem untersetzt dieser Antrag inhaltlich, vollinhaltlich, faktisch den Beschluss des Stadtrates vom 30. Januar 2020, zum Klimanotstand. Sie erinnern sich, die CDU hat damals nicht mit wehenden Fahnen zugestimmt. Sie hat ihn ein bisschen abgemildert. Braucht man nicht vergessen. Und alle aus dem Umweltausschuss und vielleicht auch in den Fraktionen überhaupt wissen, dass die CDU in den vergangenen Monaten die Beschlussfassung über die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes nach Kräften ausgebremst hat. Hätten wir schon beschlossen haben können. Erst hat sie immer gejammert, es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nie, und dann machen wir es nie. Also, so, naja, jetzt, Sie können das dann mit allen anderen auseinandersetzen, brauchen sich mit mir nicht mehr auseinanderzusetzen. Aber ich möchte noch zitieren die Begründung, die Sie hier geliefert haben, weil die ist schön. Mehr Hitze und mehr Starkregen als Folge von Klimaveränderungen spüren die Menschen besonders in dicht bebauten innerstädtischen Quartieren. Um die Lebens- und Wohnfeldqualität zu erhalten und Klimarisiken vorzubeugen, müssen Stadtplaner die künftigen Effekte von klimatischen Veränderungen sowohl im Bestand als auch bei Neubauvorhaben berücksichtigen. Bei klimaresilienten Stadtumbau geht es aber nicht nur um bautechnische Maßnahmen an Gebäuden, sondern auch um klimaangepasste Maßnahmen im Freiraum. Es gibt kostengünstige, bewährte und einfach zu realisierende Lösungen. Naja, Klimakomfortzonen sollen insbesondere den Außenaufenthalt bei extremen Hitzewetterlagen erträglich machen, wenn in den Gebäuden sehr hohe Temperaturen herrschen. Dies sollten Sie sich groß einrahmen, in die Fraktion hängen und nie wieder bei künftigen Beschlüssen vergessen. Wir werden dem zustimmen. Ich verabschiede mich. So, Stefan Engel, SPD-Fraktion, bitteschön. Wie viel redet?
Redezeit hier zu Anfang immer verloren geht, wenn man das nach Frau Dr. Götzsch macht. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, man soll die Wahlperiode ja ein bisschen freundlich auch beenden. Wir freuen uns sehr über diesen CDU-Antrag, er ist sehr vernünftig. Und ich finde, das kann man auch einfach mal anerkennen und einfach sagen, machen wir jetzt, beschließen wir jetzt. Denn ich sag mal so, es kommt ja hier vor allem immer wieder die Frage, warum jetzt ein Stadtteil nur? Naja, das liegt halt daran, dass wir hier in diesem Stadtrat als Alternative hätten, ein ganz großes Konzept zu beschließen. Und wir wissen das ja, wie das mit der Umsetzung von Konzepten in diesem Stadtrat immer so ist. Die sind dann ganz, ganz groß und das dauert ganz lange. Die sind dann im Zweifelsfall bei der Beschlussfassung im Stadtrat gar nicht mehr aktuell. Und dann kriegt man sie nicht ausfinanziert und dann sind sie wirklich irgendwann komplett überholt und dann schreibt man sie fort. Und naja, Sie kennen das alles und Sie können das sicherlich mit Ihrem jeweiligen Politikbereich auch verbinden. Und dementsprechend sind solche Pilotprojekte, glaube ich, auch einfach mal sinnvoll, um Erfahrungen auch wirklich zu sammeln, weil auch mein Eindruck ist, dass die Stadtverwaltung bei Klimawandelanpassung, darüber sprechen wir hier, wir sprechen ja nicht darüber, dass der Klimawandel damit bekämpft wird, es geht wirklich darum, mit den Auswirkungen klarzukommen in einem städtischen Leben, dass die Stadtverwaltung da an diversen Stellen einfach noch nicht so weit ist. Wenn ich mir anschaue, was in anderen Ländern tatsächlich, zum Beispiel mit Blick auf Beschattung, mit Blick auch auf zugängliches Wasser im Stadtraum, was da alles möglich ist. Wenn ich zum Beispiel nach Israel oder nach Spanien oder so gucke, was es dort alles gibt und was dort zum Alltag gehört, da gibt es zum Teil keine nicht verschatteten Spielplätze. Das sind überall Sonnensegel. Und wenn man in Dresden dann mal fragt, ja, wie schaut denn das aus, könnten wir das nicht dort und dort machen, dann tauchen absurde Summen auf und auch absurde Gründe, warum das allesamt nicht geht. Und das überzeugt mich einfach nicht. Da erwarte ich tatsächlich ein bisschen eine gewisse Offenheit, solche Dinge auch dann einfach mal auch anzugehen. Beim Thema Begründungssatzung, ja, da wäre es gut, wenn wir tatsächlich mal zu einer Beschlussfassung kommen. Es wäre aber auch gut gewesen, wenn die Stadtverwaltung eine rechtssichere Möglichkeit gefunden hätte, das tatsächlich analog des ersten Stadtratsbeschlusses eben vor allem auf die überwärmten Bereiche auch zu fokussieren. So habe ich zumindest auch bei der CDU immer die Kritik wahrgenommen, dass sich vor allem auch darauf bezieht. Das wäre schon gut, wenn man da nochmal irgendeine Variante auch findet, die das auch adressiert, weil ich glaube, dann können wir auch zu einer gemeinsamen Beschlussfassung auch kommen. Und dementsprechend, wir freuen uns über den Antrag und werden ihn auch sehr gerne unterstützen. Danke. Okay. Weitere Redner sehe ich nicht. Ist Schlusswort gewünscht? Nein. Dann würden wir zur Abstimmung des federführenden Ausschusses kommen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Der hätte mit 48 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung eine Mehrheit bekommen. Vielen Dank. Und wir rufen auf den